Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück im Aquapark. Und wir sind ja fast fertig geworden beim letzten Mal. Wir sind hier, ja, beim letzten Mal haben wir hier diese Insel vorbereitet und hier links diesen Teil mit dem Hotel gebaut und hier oben nochmal so eine schöne, ja, Beobachtungsplattform mit zwei Aussichtstürmen. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Man kann vom Anfang des Parks hinten die Türme sehen. Das finde ich echt cool. Das sieht echt nice aus. So im Hintergrund ist schon cool, oder? Und es stehen ja gar nicht mehr viele Sachen an, die wir machen müssen. Im Endeffekt müssen wir nur noch diese Insel hier bebauen. Das heißt, wahrscheinlich ein Gehege hierhin und eventuell hier auch noch ein Gehege. Aber ich muss mal gucken. Ich muss nämlich eventuell auch noch ein paar, ja, Fressbuden und so Besucherattraktionen unterbringen. Und ganz eventuell könnten wir auch noch überlegen, ob wir hier noch, wo haben wir das denn? Ein Innovationszentrum unterbringen. Aber ihr seht schon, das ist halt mega, mega groß. Und ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn macht in unserem Aquapark. Müssen wir nachher mal schauen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Ah, was machen wir denn als erstes? Ich würde sagen, wir machen als erstes die Sache mit der Einschienenbahn fertig. So, dann fangen wir mal an. Und ja, wir fangen natürlich hier am Eingang an. Die Strecke soll ja von hier wieder verlaufen. Das hatten wir ja schon mal so, ja, ungefähr fertig gemacht beim letzten Mal. Und haben wir wieder abgerissen, weil wir uns ja noch nicht sicher waren, wie wir das dann machen wollten. Und ich glaube, ich werde das wieder ungefähr hier so lang verlaufen lassen. Dann hier so mit dem gleichen Abstand ungefähr entlang des Wassers. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier hinter vernünftig langkommen. Weil wir können ja nicht davor bauen. Das Problem hatten wir ja schon mal. Wenn ich jetzt hier durchbauen würde, was ja eigentlich ganz cool wäre, dann haben wir ja das Problem, dass die Sicht versperrt ist von dem Turm und deshalb können wir das so leider nicht machen. Wäre natürlich nice, aber durch unsere ganzen Türme sind dann folgende Gebiete eigentlich nicht bebaubar mit dieser Einschienbahn. Einmal hier, dann natürlich hier, weil hier zwei Türme sind und hier unten auch nicht. Hier ist ja auch ein Turm, hier ist auch ein Turm. Das heißt, wir können uns nur hier hinten so ein bisschen lang schlängeln und ich weiß gar nicht, wie das hier ist von diesen Türmen aus. Ich glaube, die sind hoch genug, dass die Einschienbahn nicht im Weg sein sollte. Also ich glaube, auf diese Türme müssen wir keine Rücksicht nehmen. Wir müssen jetzt nur erstmal schauen, dass wir irgendwie hier hinter jetzt das vernünftig langgebaut bekommen. Ich weiß nicht, ob mir das... Das sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass hier keine Säule oder so ist. Ich glaube, ich werde hier nochmal eben... Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir werden hier nochmal eben den Zaun wegmachen. Und ihr seht schon, das ist ja relativ nah am Parkrand. Wir werden hier den Weg einfach mal so um eins verkürzen. Dann können wir da nämlich noch ja, sozusagen Säulen für die Einschienenbahn langlaufen lassen. Das würde, glaube ich, cooler aussehen. Und so groß muss die Plattform ja hier nicht sein. Das ist ja nicht so wichtig. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir es hier einigermaßen vernünftig geregelt kriegen, ohne zu viel zu zerstören. So, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Dann können wir ja jetzt erstmal hier einen guten Übergang hinkriegen. Ich glaube, wir machen das einfach so rund. Und hier machen wir dann einfach so. Und dann sollte das schon passen. Dann füllen wir die Fläche wieder aus. Und dann könnte das schon funktionieren, dass wir da wenigstens ein paar Säulen hinter haben. Ich meine, rein optisch hat das jetzt ja gar nicht so viel verändert. Vielleicht können wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen diese Mauer ziehen. Wir könnten auch eventuell die Mauer komplett dahinter einmal lang ziehen. Müssen wir möglichst nah gehen, damit wenig Platz verloren geht. Können wir mal schauen, wie das aussieht. Erstmal hinkriegen. So. Und das passt hier natürlich wieder nicht. Ist leider nicht ganz gerade. Aber gut. Machen wir das halt so. Und da bis zur Kurve. Genau. Ich glaube, das würde sogar besser aussehen, wenn wir da nochmal so eine kleine Mauer haben. Na komm. So. Und dann noch einmal hier. Einigermaßen gut in die Kurve. Seht ihr. Das sieht doch schon... kann man auf jeden Fall so lassen. Jetzt hoffe ich, dass wir hier unsere Einschienbahn noch hinterbekommen. Könnte aber funktionieren. Oh, das sieht gut aus, Leute. Sieht sehr gut aus. Die Säulen sind auf jeden Fall da, so wie ich es wollte. Was ist das uneben hier?
Ah, das kommt, weil das dahinter höher ist wahrscheinlich, ne? Gucken, ob ich das nochmal absenken kann. Man sieht ja. Bringen wir das mal eben alles auf ein Höhenniveau, damit das gerade ist. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch einen guten Übergang kriegen. Und dann haben wir schon unser erstes Problem gelöst. Okay, jetzt sind relativ viele Bäume verloren gegangen. Aber ich finde es optisch eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. So, für den ersten Teil Einschiebbahn. Also gefällt mir auf jeden Fall. Kann man so machen. Und wir müssen natürlich noch überlegen, wo wir die Einschienenbahnstation, wir müssen ja auf jeden Fall eine auf dieser Insel hier unterbringen, damit man überhaupt zu diesem Teil hier kommen kann, weil wir haben ja noch gar keinen Anschluss zu dem Teil. Und das wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Und ja, ich sage euch auch, warum das nicht so einfach wird. Das liegt einfach daran, dass wir hier diese Einschienenbahnstation haben. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier oder so bauen würden, dann könnten wir keine vernünftige Verbindung hier bauen. Außer wir würden hier so richtig geschlängelt bauen. Aber das würde, glaube ich, nicht aussehen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ich habe tatsächlich eine Idee. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das vernünftig hinbekommen, platztechnisch. Wir könnten nämlich hier hinten ein bisschen den Boden absenken. Da geht wieder immens Platz verloren. Ich glaube, ein Gehege werden wir hier oben nicht mehr drauf kriegen. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Aber schauen wir nachher mal. Und dann könnten wir hier unten die Einschienenbahnstation machen. Schön am Rand. Gehen wir noch ein bisschen hier rüber. So. Okay, das könnte funktionieren. Das ist schon mal sehr gut. Und dann können wir mit dem Streckenverlauf hier wieder so eine Kurve machen. Das hatten wir ja auch schon mal. Nur wie machen wir genau die Kurve? Ich würde fast sagen, dass wir noch einmal... Die Kurve war zu früh. So eine Einschienenbahn sollte man auch nicht unterschätzen. Die Strecke ist von der Optik halt echt nochmal sehr ausschlaggebend, wie der Park dann im Endeffekt aussieht. Deswegen werde ich mir da auf jeden Fall sehr viel Mühe geben, weil wir wollen uns das ja nicht mit einer hässlichen Einschienenbahn verderben oder versauen hier. So, dass es einmal auf der Insel vorbeikommt. Oh, jetzt wird es hier eng. Ah, das passt natürlich nicht. Klasse. Mal so. Und so würde gehen. Oh, ja, ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, ich gucke jetzt erstmal von der Form, ob mir das einigermaßen gefallen würde. Und dann würde ich die Einschienenbahn, den Huckel und so, das kann ich ja gleich machen. Da braucht ihr ja nicht bei zuschauen. Das ist ja nur so ein bisschen Fummelarbeit und sowas. Dann werde ich das schon gelöst kriegen, denke ich. Und dann könnte ich theoretisch hier wieder so machen. Nämlich dann so ein bisschen einmal am Rande dieser Insel fortbewegen. Dann hätte man das so. Vielleicht müssen wir hier mit der Kurve noch ein bisschen mehr ausholen. Und letztendlich brauchen wir ja nur noch eine Verbindung bis hierhin. Das würde ich, glaube ich, ungefähr... Gehe ich hier auch im Wasser? Ich glaube, ich gehe hier auch versuchen, möglichst mittig im Wasser zu gehen. Würde, glaube ich, am besten aussehen. So, dann kann man nämlich schön hier unten durch. Oh, das gefällt mir. Dann führt die Brücke da einmal so richtig schön durch. Und wir gehen einfach schön weiter mittig mit dem Wasserverlauf. Und dann sollte das eigentlich ganz vernünftig aussehen. So, das wäre dann ungefähr der Verlauf unserer Einschienenbahn. Die ein oder andere Änderung werde ich auf jeden Fall noch vornehmen, so ein paar Kleinigkeiten und sowas. Aber so der grobe Verlauf ist, glaube ich, schon ganz gut. Sieht natürlich jetzt hier so ein bisschen leer aus, aber wie gesagt, den Bereich hier kann ich ja nicht wirklich bebauen. Und wenn ich jetzt alles mit Einschienenbahnen voll klatsche, das würde auch nicht funktionieren. Ich könnte eventuell noch überlegen, ob ich einen Kreislauf daraus mache. Das heißt, dass ich hier hinter dem Turm nochmal irgendwie lang baue. Das mache ich jetzt auch mal nur grob. Und dann hier hinten wieder in die Station rein. Aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Wäre aber eine Möglichkeit. Guck mal, wie lang das Stück hier ist ohne Säulen. Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt nochmal die ein oder andere minimale Änderung vorgenommen an der Strecke.
Hier hinten den Teil habe ich weggemacht, das gefällt mir optisch nicht. Und ansonsten hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Ich habe nur so ein paar Rundungen und so ein bisschen angepasst. Leider konnte ich den Huggel hier hinten, der mich ein bisschen stört, hier dieses, dass es einmal hochgeht, nicht wegbekommen. Aber ja gut, ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber ansonsten gefällt mir die Strecke schon recht gut. Und ich denke mal, es ist dann auch alles mit der Einschienbahn relativ gut erreichbar. Also man kann hier, fährt man los auf der ersten Insel und kommt dann hier an bei der Isla Igana, hieß die, glaube ich. Dann kann man als nächste Station hier auf unsere neue Insel und als allerletzte Station kommt man dann hier auf unserer Kopfhörerinsel an und kann sich dann hier die Spinos und die Suchos angucken. Also ich denke mal, damit sollte alles abgedeckt sein. Und der Streckenverlauf, der sieht doch schon eigentlich recht ordentlich aus von hier oben, oder? Also ich finde ihn ganz gut, gefällt mir auf jeden Fall und macht optisch jetzt auch, sieht das recht gut aus. Jetzt müssen wir als nächstes auf jeden Fall uns hier den Wegen widmen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie wir das machen. Ich habe hier auch gar keine richtige, ja, wie nennt man das? Regelung für die Wegfarben. Also ich habe ja hier so einen, ja, so einen grauen Weg und dann hier den Rest beige. Aber ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Also es sieht eigentlich ganz cool hier aus mit dem grauen Weg. Gefällt mir auch gut. Diese Brücken habe ich ja immer grau. Also ich habe hier nur die Brücke grau. Und ja, im Prinzip ist das ja hier auch eine Brücke. Also wenn ich die Brücken alle grau mache und den Rest in diesem beige, dann sollte es recht gut passen. Na gut, hier habe ich auch die Brücke grau. Dann habe ich ja mich ja doch immer recht gut daran gehalten. Aber dann passt das hier oben eigentlich nicht, ne? Dann müsste ich hier oben diesen Weg auch wieder beige machen, ne? Rein theoretisch. Frage ist nur, sieht das aus? Sieht irgendwie komisch aus, ne? Ich glaube, den Weg lasse ich grau. Ja, den lassen wir definitiv grau. Das passt schon. Und aber hier hinten machen wir dann definitiv wieder einen beigen Weg draus. Und ich möchte auf jeden Fall, also ich möchte hier oben den Weg lang führen, dann vielleicht hier so eine Beobachtungsgalerie oder so drauf. Und hier in diesem unteren Teil würde ich gerne ein Gehege platzieren. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt als allererstes mal ja hier diesen Berg ein bisschen anpassen, sodass wir hier vernünftig einen Weg nach oben bauen können. Im Prinzip brauchen wir dafür nur dieses Glätten-Tool und dann sollte das Ganze schon einigermaßen vernünftig aussehen. Ich glaube, das würde schon funktionieren, hier einen Weg hochzubauen. So. Ich überlege gerade, ob wir das nicht so machen. Dann hier hochgehen. Dann könnte man rein theoretisch hier hinten auch noch so einen kleinen Weg hinbauen. Das könnte, glaube ich, cool aussehen. Und hier hinten habe ich mir dann so vorgestellt, dass wir einfach wieder, wie wir das ja schon öfter gemacht haben, ich muss mal eben hier die Kurve nochmal etwas überarbeiten, dass wir hier, ja doch, das geht aber, dass wir hier hinten einfach nochmal so eine kleine Aussichtsplattform machen. Das kennen wir ja schon. Haben wir ja schon wirklich oft gemacht. Könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. So Kopfhörerinsel-Style-mäßig. Also sowas hier, nur in klein. Weil hier ist ja dann das Gehege. Dann kann man hier nämlich auch nochmal hingehen. Das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Falls mir das nachher nicht gefallen sollte, kann ich es ja auch wieder easy wegmachen. Bin nicht das Problem. So, dann müssen wir wieder Wasser hinmachen. Bin da ran. Und dann passt das hier schon mal. Das ist gut. Bergig ist es auch schön. Und dann müssen wir hier den Weg weiterführen auf jeden Fall. Frage ist nur, wo machen wir die Beobachtungsgalerie hin? Ich würde ja auch gerne mal hier eine Galerie unterbringen und nicht wieder so einen Turm, weil Türme verbaue ich ja ständig. Aber ich habe euch ja schon mal erzählt, das hat was damit zu tun. Ich zeige es euch gleich. Ich platziere die mal eben. Das hat auf jeden Fall bei mir was damit zu tun. Machen wir so. Hat was damit zu tun, dass man hier die Wege nicht vernünftig ranbauen kann. Und bei den Türmen, da kann man perfekt die Wege hier am Rand entlang bauen. Und deswegen finde ich die Türme immer optisch echt besser. Die kann man viel, viel besser ja, unterbringen.
Wir müssen mal gucken, ob mir das gleich gefällt hier. So. Wir führen erstmal den Weg hier lang, würde ich sagen. Einmal einigermaßen gerade. So. So. Meint ihr, man könnte noch was hier auf die andere Seite machen? Vielleicht könnten wir auch so eine kleine Plattform draus basteln. Jetzt müssen wir gucken, dass das einigermaßen gleichmäßig gleich sein wird. Meint den Weg hier weiter. Ungefähr hier. Ja, jetzt müssen wir hier das Land nochmal erhöhen. Ein wenig. Aber so, dass möglichst wenig Wasser verloren geht unten. Genau, dann hätten wir hier nochmal so eine kleine Plattform. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wenn wir dann hier Bäume vormachen, könnte das eigentlich ganz gut aussehen. Wir könnten auch nochmal Wasser hier reinmachen, wenn das funktioniert. Ne, geht leider nicht. Dann würde ich fast sagen, dass wir da wirklich einfach also eine kleine, einen kleinen Wegbereich draus machen. Dann sollte auch die Stütze gleich verschwinden, genau. Wenn da mal so ein kleiner Bereich ist ohne Stütze, das geht klar. Der darf nur nicht zu lang sein, weil sonst würde das unrealistisch aussehen. Ja, warum nicht, ne? Also kann man, denke ich, mal so machen. Die Frage ist jetzt, was bringen wir hier noch unter? Weil hier ist echt viel... Also ihr seht ja, das ist relativ groß. Aber so Geschäfte werden wir da nicht hinkriegen. Da würde halt noch mehr Platz verloren gehen. Es ist die Frage, ob der Platz ausreicht, wenn wir hier noch so ein paar Läden unterbringen. Vielleicht erst das Fossiliengebiet, das passt, glaube ich, besser. Dann geht sogar noch mal ein bisschen weniger Platz verloren. Und dann machen wir mal einen Souvenirladen. Wir müssen erst den Weg wieder verlängern, weil sonst können wir den nachher nicht zeichnen. Zumindest nicht vernünftig. So. Haben wir hier noch zwei Läden. Der Platz für das Gehege sollte auf jeden Fall auch noch ausreichen. Vielleicht können wir hier auch noch mal eine Galerie unterbringen. Eine zweite. So. Das könnte ganz gut aussehen. Auch hier mache ich wieder erstmal. Ich muss schauen, dass ich nicht zu weit gehe. Aber hier ziehe ich auch erstmal eben wieder eine Gerade. Na komm. Na, noch ein bisschen näher dran möchte ich. So. Und so. Und dann den Übergang hier gleich zum nächsten Part der Insel, den überlege ich mir später. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Gehege. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal den Berg etwas natürlicher erscheinen lassen. Da müssen wir ganz, ganz viel mit dem Klettentool wieder arbeiten. Hier würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was wegnehmen. So. Dann einmal überglätten. Ja, der Weg ist noch gut begehbar. Es ist alles nicht mehr so steil dann. Ja, das macht schon viel aus, das Glättentool. Sehr gut. Und auch hier hinten natürlich etwas drüber gehen. Ja, das ist schon ganz gut. Wir müssen an der Galerie auf jeden Fall unseren Zaun andocken. Und das wird dann ganz schön eng werden. Ihr werdet gleich sehen, warum. Weil ich kann ja schlecht den Zaun. Wir müssen ja auf jeden Fall so einen Zaun machen, weil ich werde wahrscheinlich einen Fleischfresser hier unterbringen. Oder da bin ich mir noch gar nicht sicher. Wir können ja den Zaun nicht irgendwie hier vormachen. Dann sieht man ja nichts. Wenn wir den rein theoretisch hier machen würden, würde man den voll im Blickfeld haben. Und das bringt also rein gar nichts. Das heißt, wir müssen den Zaun auf jeden Fall hier an die einen Dockpunkte von der Galerie machen.
würde fast sagen, dass wir versuchen, uns ungefähr im gleichen Abstand hier zu bewegen. Nur wie regeln wir das jetzt hier? Gehen wir jetzt hier vor bis zum Weg? Sehr gute Frage, ne? Wir könnten rein theoretisch das so machen. Und dann hier entlang bauen. Ich hoffe, hier kriegen wir dann noch den ein oder anderen Baum hin. Das könnte man auf jeden Fall so machen. Schauen wir mal eben, dass wir es hier genauso regeln. Hier müssen wir auf jeden Fall nach hier hinten gehen. Und dann hier einmal entlang. Hier würde ich sogar fast sagen, dass wir hier so einen Stahlzaun nehmen. Schön mittig den dicken Pfeiler. Einmal hier. Einmal hier hinten. Joa. Aber ihr seht schon, ich muss hier gleich den Weg auf jeden Fall noch anpassen. Der rutscht hier so ein bisschen ab. Seengebiet. Souvenirshop. Sehr gut. Und dann müssen wir auch hier. Wir machen erstmal das hier. So. Und so. Okay. Dann haben wir das schon mal. Sehr gut. Ich glaube, ich will hier lieber so ein bisschen. Ja, ich mache das ohne diesen Weg, den ich da und einmal versucht habe. Würde ich fast sagen, dass wir den Zaun möglichst versuchen, in einer natürlich geschwungenen Linie hier langlaufen zu lassen. Das Wasser können wir dann gleich auch nochmal ein bisschen anpassen. So. Ja. Könnte auf jeden Fall cool aussehen. Vielleicht muss ich hier den Andockpunkt noch etwas. So, meine Freunde. So sieht das ganze Gehege jetzt im Endeffekt aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut von der Form. Und von der Größe her ist es definitiv auch mehr als genug. Also da können wir auf jeden Fall was unterbringen. Hier im Vergleich mal das Iguanodon-Gehege und hier auch das Gigant-Spinosaurus-Gehege. Da ist dieses sogar, glaube ich, noch etwas größer. Und der Blick aus der Galerie, der sieht wie folgt aus. Einmal so. Also wirklich eine sehr gute Übersicht. Und einmal so von der anderen Seite. Also ich denke, das ist ganz gut. Vielleicht kann man auch von hier oben schauen. Tatsächlich, guck mal. Man hat ja wirklich eine perfekte Sicht mal wieder auf das Gehege. Also das hat echt ganz gut geklappt. Und man kann sogar wahrscheinlich auch vom Hotel schauen. Ja, schaut mal. Rundumblick auf dieses Gehege. Also mega, mega cool. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eben hier den Zaun noch fertig. Hier vorne. Und hier vorne baue ich auch Zaun auf jeden Fall lang. Aber diesen kleinen Zaun natürlich, den ich habe. Müssen wir mal eben schauen. So, bis hier. Ich glaube, den Zaun lasse ich weg. Dann sind die Besucher mal. Ja, das sieht optisch auf jeden Fall besser aus, ohne Zaun. Sind die Besucher hier halt mal so ein bisschen am Wasser so. Gehen hier am Wasser lang. Die werden schon nicht reinplumpsen, also da bin ich mir sicher. Machen wir vielleicht hier ein bisschen Gräser hin. Dann geht das auch mal so. Muss ja nicht immer alles voller Zäune sein. Bin mal gespannt, ob wir hier noch Bäume unterkriegen. Ne, habe ich mir schon gedacht. Wie immer nicht. Aber hier vor kriegen wir noch ein paar Bäume. Okay, für diese Plattform brauchen wir dann aber auf jeden Fall hier einen Zaun. Und ich würde auch sagen, dass wir hier den Zaun auf jeden Fall lang führen. Weil es geht ja immer in so ein kleines Stückchen hoch. Ich glaube, dafür müssen wir auch diesen Zaun nochmal ein wenig verändern, weil der Einrastpunkt auf dieser Seite einfach zu weit weg war. So. Oh, geht natürlich nicht. So einfach, wie ich es gerne hätte. So, jetzt aber. Und jetzt einmal hier um die Kurve. Möglichst galant. Das passt. Und dann hätten wir hier unsere Aussichtsplattform. Ist natürlich immer nicht so schön, wenn man hier diese Doppel-Connections beim Zaun hat. Aber, ja, ihr habt ja gerade gesehen, es geht leider jetzt gerade nicht anders. Aber ich glaube, das ist ganz cool, dass man hier dann nochmal so ein bisschen gucken kann. Vielleicht können wir hier nochmal den ein oder anderen Baum hinkriegen am Rand. Oh, haben wir sogar. Aber irgendwie, da
Dass die so in der Säule da drin sind, ist nicht so nice. Kriegen wir das auch anders hin? Wahrscheinlich nicht. Nee. Die Bäume, die spawnen auch immer wieder gleich, habe ich das Gefühl. Genau, machen wir hier. Hier machen wir auf jeden Fall Bäumchen vor. Jede Menge. So, passt das, denke ich mal. Hier hinten habe ich jetzt gar keine Bäume gelassen. Machen wir nochmal eben hier Büsche hin. So, dann hat man hier auch mal eine gute Sicht. So ein bisschen auf das Wasser und so. Ist ja auch ganz schick, ne? Wenn man mal auf das Wasser schauen kann. Ach, gefällt mir. Das ist auf jeden Fall nice. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten den Übergang machen. Wir könnten rein theoretisch auch hier erstmal wieder den Weg etwas ja, verbreitern, sage ich mal. Das wird natürlich wieder super, super schwierig hier werden, das vernünftig zu machen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir fährt mal das Stück. Dann können wir mal gucken, dass wir, genau, die Rundung wollte ich nämlich so hin machen. So. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier das vernünftig gleich aussieht. Mit dem Wegübergang. Ja, das geht klar. Weil jetzt, ja, jetzt haben wir das so richtig schön abgerundet. So wollte ich das auch haben. Genau. Und dann könnten wir rein theoretisch wir das wollen, hier einfach einen etwas dickeren Weg rüberführen gleich. So. Und so. Ja, das ist ganz cool. Machen wir mal eben hier so zusammen. Füllen das Ganze hier aus. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Es könnte auf jeden Fall gut aussehen. So. Ja, warum nicht? Haben wir mal hier so ein bisschen Wegunterschiede von oben. Kann man auf jeden Fall so machen. Und dann könnten wir sogar mit dem Wasser noch etwas näher rangehen. Und so, da haben wir es fertig. Kann man auf jeden Fall so machen, denke ich. Ist ein ganz schicker Übergang. Hat man auf jeden Fall zu beiden Seiten nochmal den Blick Richtung Wasser. Gefällt mir. Hier würde ich auch gar keine Bäume hinmachen. Hier würde ich einfach nur ja, Büsche hinmachen. Auf diese schräge. Und dann ab hier vorne wieder Bäume. Ja. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gestalten jetzt nochmal das Gehege hier. Wir könnten hier auch nochmal... Sollen wir das so flach lassen? Oder machen wir hier hinten nochmal ein bisschen bergig? Wir könnten hier hinten, glaube ich, nochmal so ein bisschen bergig machen. Dass das nicht ganz so glatt ist. Weil glatt ist ja immer nicht gut. Und auch hier müssen wir das Wasser nochmal anpassen. Weil hier soll der Zaun dann schon schön nah im Wasser sein. So. Ja, kann man so machen. Wir auch hier nochmal so ein bisschen bergiger, aber nicht zu viel. Wir gehen jetzt eh nochmal mit dem glatten Tool rüber. Das war alles entspannt. So. Ja. Und dann haben wir schon unser Gehege fast fertig. Wir müssen auch noch natürlich Wasser unterkriegen. Dadurch wird das Ganze jetzt eh nochmal ein bisschen ungeglätteter. Beziehungsweise wir müssen gleich den Übergang dann hier nochmal machen. Nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser. Aber ihr seht schon, das Wasser hebt ja auch nochmal hier alles so ein bisschen an. Und dadurch sieht das immer alles unnatürlich aus. Das ist immer echt doof. Wenn man dann hier glättet, geht auch wieder das Wasser zurück. Das ist jetzt viel zu wenig Wasser. Das ist ja ein Wasserpark. Die
Dinos, die wollen ja auch ganz viel Wasser haben. Ich denke mal, so kann man das schon fast machen. Hier müssen wir ja schon wieder ein bisschen überglätten, die Ränder. Geht nicht anders. Dann sieht das schon ganz cool aus. Dann noch den ein oder anderen Baum in das Gehege. Natürlich so, dass keine Sichten verdeckt werden, möglichst. Wir müssen echt aufpassen, weil wir ja hier eine nahezu Rundumsicht gezaubert haben. Wir müssen jetzt mal schauen. Die Bäume da nehmen schon viel Sicht weg, aber das geht noch. Also man kann auf jeden Fall noch oben drüber gucken, da das so schön hochgelegen ist. Also das passt schon. Hier können wir, denke ich, mal ein paar Bäume hinter machen. Das sollte die Sicht auf keinen Fall irgendwie beeinträchtigen. Hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel Sicht sperren. Hier noch ein Baum. Okay, so. Natürlich will ich auch noch hier beim Wasser ein bisschen. Kommen natürlich direkt drei. Eigentlich nur hier so einen einzelnen Baum noch. Ja, da verschwindet er wieder, super. Das ist halt so random, ne? Also es ist wirklich schlimm. Das müssen die unbedingt ändern. Den Baum weg. Den Baum weg. Natürlich verschwinden beide. Ich kriege hier keinen einzelnen Baum hin. Das funktioniert einfach nicht. Nicht machbar. Doch, jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Der Baum gefällt mir da vorne nicht. Und ansonsten ist das Gehege jetzt soweit fertig. Jetzt schauen wir uns nochmal die vier Sichten an. Also man kann hier auf jeden Fall noch was erkennen. Ist natürlich so ein bisschen verdeckt durch den dicken Wald da. Von hier kann man auch alles perfekt sehen. Und die beiden Galerien natürlich auch. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, super. Und auch von hier, super Sicht. Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen verdeckt ist, ist die Sicht von hier. Von hier kann man sicherlich noch besser reinschauen. Ja, das geht. Wir könnten ja noch den Wald ein bisschen weniger machen. Muss ja auch alles gar nicht so bewaldet sein. Wenn wir hier einen Fleischfresser reinmachen, die mögen das ja eh nicht so waldig. Also zumindest nicht so übertrieben waldig. Würde ich fast sagen, dass wir das so lassen können. Dann haben wir hier ein schickes Gehege für einen Fleischfresser gezaubert, denke ich. Oh, das geht auf jeden Fall klar. Und da machen wir noch einen Futterspender rein. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Idee, welche Fleischfresser wir hier reinmachen. Frage ist, wo machen wir denn hin? Ich glaube, ich mache den mal hier oben hin. Den Ziegenfutterspender ist ja wieder ziemlich egal. Platzieren wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, brüten wir mal Dinosaurier aus für unser neues Gehege hier. Und dann geht's hier los mit Ausbrüten. Und ich habe mir überlegt, ich will ja auf jeden Fall einen Fleischfresser da drin haben. Kann man hier eigentlich nach Fleischfressern sortieren? Nee, es geht, glaube ich, leider nicht, ne? Aber wir schauen mal, welche überhaupt gut in Frage kommen würden. Na, ja, die habe ich halt alle schon gemacht. Beziehungsweise passen auch nicht so gut in einen Wasserpark, Aquapark. Ja, ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht mal unseren ersten Hybriden in den Park? Und zwar den Spinoraptor. Das wäre, denke ich mal, auf jeden Fall interessant, oder? Also ich glaube, das ist keine schlechte Idee und den werde ich jetzt auch einfach mal machen. Dann schauen wir mal, wie das denn hier von dem Sozialen und so ist. Na, den kann man auf jeden Fall gut boosten. Ich würde gerne... Das Gehege ist ja recht groß. Also wir könnten, glaube ich, schon 3 bis 4 halten. Was sind die so normalen sozialen Anforderungen? 2 bis 4. Seht ihr, das passt sogar schon. Müssen wir mal Habitat gucken. Oder braucht relativ viel Platz. Aber das können wir natürlich auch noch um einiges nach unten schrauben. Machen wir auf jeden Fall sicher. Der Platz hier sollte auf jeden Fall ausreichen für den Spinoraptor. Und beim Spinoraptor schauen wir mal, wie viele Skins haben wir denn da? Wir haben insgesamt 5 Stück. Machen wir da jetzt verschiedene?
Also Alpinmuster mache ich auf jeden Fall. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Gucken wir mal aus. 6 Millionen kostet, ja. Schnäppchen. Ich glaube, ich mache alle in Alpinmuster. Bis auf einen, der dann wieder das Alpha-Tier wird. Und bei dem machen wir einfach eine andere Farbe. Das finde ich eigentlich immer eine ganz coole Lösung. Dann erkennt man das Alpha-Tier auch optisch ganz gut. Da machen wir mal Waldmuster gehen. Das könnte ganz gut passen. Und wir müssen natürlich da noch ein bisschen die Werte tunen. Damit der Spinoraptor auch auf jeden Fall das Alpha-Weibchen wird. Boah, eine Bewertung von 452. Das ist wirklich, wirklich krass. Und dann würde ich sagen, warten wir, bis die ausgebrütet sind. Und dann bringe ich euch zurück. Die Spinoraptoren sind fertig und warten auf Freilassung. Und ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange. Lassen sie frei und schauen uns mal das Alpinmuster gemeinsam an. Oh ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich glaube, das passt auch in unseren Park. Also allgemein, der Dinosaurier wird, denke ich mal, gut in unseren Park passen. Jetzt sieht man ihn ja schon mal mit, oder in Kombination mit dem Wasser. Also ist auf jeden Fall ein schönes Bild, kann man sich auf jeden Fall geben. Schauen wir mal eben an, wie er hier trinkt. Das ist ein cooler Saurier, der Spinoraptor, ne? Ist auf jeden Fall mein, ja, mit liebster Hybride, würde ich schon fast sagen. Mit dem Indominus Rex zusammen würde ich sagen, dass das mein Lieblingshybride ist. Ah ja, ja, hier. Die Sicht ist ja wieder super mit dem Wald. Und ich würde sagen, wir lassen nochmal eben das Alpha-Weibchen frei mit dem Waldlandmuster, was sich ja optisch dann abheben wird von den anderen. Und schauen uns das mal eben an. Oh ja, das ist cool. Gefällt mir auch sehr gut. Und ja, die beiden unterscheiden sich auch ein wenig, aber jetzt nicht zu krass. Der ist natürlich hier ein bisschen heller, ist ja logisch. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt noch die anderen beiden frei und bringe euch dann zurück. So, nach und nach trudeln hier unsere Spinoraptoren ein. Der eine schläft hier schon bereits. Und denkt auf jeden Fall daran, dass ihr für die vier Spinoraptoren schöne Namen in die Kommentare schreibt. Oh, da steht auch. Oh, der ist aber gelandet aufgestanden. Habe ich auch noch nie gesehen, die Animation. Denkt auf jeden Fall daran, dass ihr schöne Namen in die Kommentare schreibt. Und es könnte schon sein, dass das die letzten Dinosaurier überhaupt hier in unserem Aquapark sind, weil ich weiß ja nicht, ob ich hier vorne noch ein Gehege bauen werde oder nicht, ob ich das platztechnisch hinbekomme. Müssen wir mal in der nächsten Folge dann schauen. Wir schauen uns jetzt im Hintergrund erstmal noch ein bisschen die Spinoraptoren an und ich bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Vorschläge, Namensvorschläge und Verbesserungsvorschläge und so weiter könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich lese in der Regel eigentlich immer jeden Kommentar, wenn ich nicht mal einen übersehe oder so. Und ja, vielen, vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Dandy.